Ja, wir zeigen ihn später, denn wir müssen noch hierauf eingehen, ja? Ja, da müssen wir auf jeden Fall drauf eingehen. Haben Sie das heute Morgen gesehen? TV-Verbot für Wickert. Ja. Sie merken, da sind Sie sehr einsam. Ja. Und zwar... Was ist jetzt da schon wieder passiert? Wieso TV-Verbot für meinen Lieblingstagesthemen-Moderator? Was ist da jetzt wieder passiert? Ja, Herr Wickert hat in der Max einen Artikel geschrieben, in dem er sich auf eine indische Schriftstellerin, die in der FAZ einen Artikel geschrieben hat, bezieht. Das klingt verwirrend, ist aber ganz einleuchtend. Ja, schauen Sie mal, es war so, letzten Freitag, Feuilleton der FAZ, Riesenartikel. Wir haben ihn gelesen, sagen, starker Tobak, aber it's a free world, it's a free country. Die FAZ ist von Männern dominiert. Warum soll da nicht eine Frau aus Indien schreiben? Ja? Und es ist Arundhati Roy. Ich hatte den Namen vorher nie gehört. Herr Andrak hat wieder ihre Bücher gelesen. Wer ist Frau Arundhati Roy? Ein Buch habe ich gelesen. Das ist die bekannteste indische Schriftstellerin. Ihr Bestseller heißt Der Gott der kleinen Dinge. Wie heißt es? Der Gott der kleinen Dinge. Der Gott der kleinen Dinge. Hier ist ein Foto von Frau Arundhati Roy. Die wichtigste Schriftstellerin Indiens. Ja? 41, das, man kann sagen, für Wicker zu alt. Ja. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. In diesem Artikel stehen also Sätze drin, die, sagen wir, in diesen Tagen doch den ein oder anderen irritieren könnten. Es steht zum Beispiel drin, jedes Land der dritten Welt mit einer schwachen Wirtschaft und einem unruhigen sozialen Fundament müsste wissen, dass eine Einladung an eine Supermacht wie die Vereinigten Staaten, ganz gleich, ob die Amerikaner für länger bleiben oder nur kurz vorbeischauen wollen, fast so ist, als würde ein Autofahrer darum bitten, ihm einen Stein in die Windschutzscheibe zu werfen. Stand am Freitag in der FZ, keine Reaktion, keine Aufregung, nichts. Man geht ins Wochenende, man hat anderes zu tun. Ja? Und jetzt kommt diese Stelle, ach so, es geht um die Auslieferung von Bin Laden. Mhm. Die Amerikaner sagen ja, ausliefern, wir haben Beweise, aber wir zeigen sie nicht. Und Frau Arundhati Roy schreibt da gerade über die Auslieferung von Vorstandsvorsitzenden gesprochen wird. Dürfte Indien ganz nebenbei um die Auslieferung von Warren Anderson bitten. Der Mann war als Chef von Union Carbide verantwortlich für die Katastrophe von Bhopal, bei der 16.000 Menschen umkamen. Wir haben die nötigen Beweise zusammengetragen, alle Dokumente liegen vor, also gebt ihn uns bitte. Das ist natürlich jetzt... etwas, wo man sagen kann, das steht so da, man liest es, man sagt, ja, und blättert weiter. So, und jetzt kommt der entscheidende Abschnitt. Wer ist Osama Bin Laden aber wirklich? Ich möchte es anders formulieren, was ist Osama Bin Laden? Er ist das amerikanische Familiengeheimnis. Er ist der dunkle Doppelgänger des amerikanischen Präsidenten, der brutale Zwilling alles angeblich Schönen und Zivilisierten. Er ist aus der Rippe einer Welt gemacht, die durch die amerikanische Außenpolitik verwüstet wurde, durch ihre Kanonenbootdiplomatie, ihre Atomwaffenarsenale, ihre unbekümmerte Politik der unumschränkten Vorherrschaft, ihre kühle Missachtung aller nicht-amerikanischen Menschenleben, ihre barbarischen Militärinterventionen, ihre Unterstützung für despotische und diktatorische Regimes, ihre wirtschaftlichen Bestrebungen, die sich gnadenlos wie ein Heuschreckenschwarm durch die Wirtschaft armer Länder gefressen haben, ihre Marodierung, Multis, die sich die Luft aneignen, die wir einatmen, die Erde, auf der wir stehen, das Wasser, das wir trinken, unsere Gedanken. Freitag in der FAZ, keine Aufregung. Bundesliga spielt ohne Schwalben. Wie gesagt, die erfolgreichste indische Schriftstellerin, sie schreibt auch noch, der Terrorismus ist in keinem Land zu Hause, er ist ein supranationales, weltweit tätiges Unternehmen wie Coke oder Pepsi oder Nike. Freitag in der FAZ, nur wenige lesen es, keiner. Sagt was, keiner regt sich auf. Nix. Bei Christiansen wurde was drüber gesagt? Nein. In der Sportschau? Nein. Nix. Presseclub? Nichts. Ich sage es nochmal, 41 Jahre alt, die wichtigste Schriftstellerin Indiens. So, Ulrich Wickert schreibt in Max. Dafür sollte er sich entschuldigen, finde ich, hat er recht. Ja. Ja. So. So. Ja. So.
Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn er sich jeden Abend am Schluss der Tagesthemen für irgendwas entschuldigt. Das macht menschlich, so wie gesagt, meine Damen und Herren, auch eine Wort in privater Sache. Möchte mich entschuldigen, dass ich meine neue erst gestern vorgestellt habe. Das Wetter. So, also, so beiläufig, ja. Warum nicht? Bei RTL sagen sie auch Schimpansentrillinge und so weiter. Also irgendwas Menschliches zum Schluss. Aber er schreibt erstmal über Berlusconi, der sich auch ein bisschen in der Wortwahl irritieren hat lassen. Mhm. Ja? Da geht keiner drauf an und dann kommt der Satz, dann schreibt er hier wörtlich, Bush ist kein Mörder und Terrorist, verglichen mit Bin Laden, aber die Denkstrukturen sind die gleichen. Mhm. Und über diesen Begriff bricht eine Aufregung los. Ja? Noch vor wenigen Tagen hätte man sagen können, immerhin diagnostiziert eine Denkstrukturen beim amerikanischen Präsidenten. Ja? Moment! Vorbei! 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 Seit dem 11. September US-Präsident außerhalb jeder Witze, jeder Kritik, jedes Humors, alles. Ich sage nur, Denkstrukturen, Bild schreibt. Schauen Sie mal, was Bild schreibt heute. Schlimme Sprüche. Und das hat mich sehr irritiert. Schlimme Sprüche über US-Präsident Bush und Terrorchef Bin Laden. Das heißt doch, der flüchtige Bildleser könnte am Kiosk der Meinung sein, Bild regt sich auf, dass Wickert Bin Laden beleidigt hat. Oder? Also, schlimme Sprüche über US-Präsident Bush und Terrorchef Bin Laden. Wickert hat sie mittlerweile entschuldigt. In seiner Sendung. Wo denn sonst? Dazu sind ja die Tagesthemen da, damit. Ja. Und es haben sich eine Fülle von Experten geäußert. Heute Mittag, Spiegel Online. Wolf Biermann. Habe ich neulich gesehen auf Phoenix. Da war ich der Einzige, der es gesehen hat. Ja. Auf Phoenix sitzt er in einer Kirche. Er macht mittlerweile zwischen jedem Wort eine Pause, weil er es für besonders nachdenklich hält. Ja. Wir kleinen Menschenkinder. Wir Menschlein. Biermann. Biermann sagt, Arundhati Roy darf das, Wickert nicht. Er sagt nicht warum, aber ist gut, dass er es sagt, finde ich. Und natürlich bleibt Wickert im Amt. Auch Angie von der CDU hat sich beschwert. Ja? Und zwar hat Angie eine tolle Formulierung. Wenn er das wirklich geschrieben hat, kann er nicht mehr weiter moderieren. Angie, das ist so ein Uli Hoeneß-Vokabular, weißt du? Wenn das der Fall ist, was in den Zeitungen steht, kann er nicht Bundestrainer werden. Ja? Wenn er das geschrieben hat, Angie, geh doch zum Kiosk und kauf dir die Max, kannst du nachlesen. Ja? Und da steht alles da drin. Und dann kommt Dr. Guido Westerwelle, auch in Bild, sagt, als Wickert das geschrieben hat, muss er volltrunken gewesen sein. Das zum einen alkoholikerfeindlich. Ja? Wer soll euch denn noch wählen, FDP? Und das heißt im Grunde, dass Dr. Guido Westerwelle vollkommen desorientiert ist, was den Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Literatur angeht. Denn die Größten, die Giganten, die Nobelpreisträger, ohne Suff keine Zeile. Im Vollsuff wurden die Meisterwerke geschrieben. Ich sage mal hier, den kennt nur wirklich jeder. Ja? Wir machen mal die Abstimmung. Alki oder nicht? Ja? Sie rufen einfach rein, Säufer, und wenn er nicht gesoffen hat, rufen Sie nichts. Goethe. Aber hallo, 3 Flaschen pro Nachmittag. Ja? Hier. Das ist Stephen King. Säufer. Selbstverständlich Säufer, aber Moment, in seiner Autobiografie hat er geschrieben, als ich den Papierkorb mit den blutigen Papiertaschentüchern sah, wusste ich, es ist Zeit aufzuhören. Bestseller-Autor. Hat sich sozusagen alles aus der Nase gezogen, die ganze Weise. Ja, meine Damen und Herren. Säufer oder nicht? Wer ist das hier? F. Scott Fitzgerald, berühmtestes Buch, Der große Gatsby. Säufer oder nicht? Bestimmt Säufer.
Natürlich. Er wurde nur 44. Lieblingsgetränk Bronx Cocktail. Gin, Wermut und allerdings auch Orangensaft. Das war die schwache Phase. Ja. Dann. Wer ist das? Das ist Ernst Jünger. Enger Freund von Altkanzler Dr. Kohl, François Mitterrand. War kein Säufer, war ein kultivierter Trinker. Gibt berühmte Schilderungen, wo er Champagner trinkt mit Erdbeere im Glas und auf Paris schaut. Und hat allerdings auch gerne mal in der Abteilung Apotheke sich bedient. Aber natürlich immer im Griff gehabt. Bisschen LSD probiert. Ja, das ist ja sozusagen, wie, das ist ja eigentlich, glaube ich, ist das gefährlich? LSD? Ja. Ja, wenn man nicht zu viel nimmt, wie bei allem, ne? Das ist es halt. In Recht, da muss man natürlich auch, nein, kein LSD nehmen, sicherheitshalber. Aber das Gefährliche ist ja die Kriminalität, die mit dem Ganzen. Soll ich noch weiter Alkoholiker zeigen oder machen wir da gleich den Heimatfilm? Was ist das denn hier? Opium, Edgar Allan Poe. Das gefällt mir ganz gut. Das machen wir morgen weiter, das ist die Reihe Leute, bei denen es besser wäre, wenn sie saufen würden. Ja. Ach, hier! Schau mal! Das ist ja der ELSA-Test. Kennst du den? Hab bis erst heute davon gehört. Ja, das ist für Sie zu Hause immer interessant. Sind Sie schon Alkoholiker oder nicht? Frage 1, haben Sie schon das Bedürfnis verspürt, Ihren Alkoholkonsum einzudämmen? Ja. Ja. Ist Ihnen Kritik an Ihrem Trinkverhalten schon einmal lästig? Ja, aber hallo, und wie? Ja. Haben Sie schon einmal wegen Ihres Trinkens Schuldgefühle gehabt? Nie? Nö, du? Schuldgefühle? Teilweise, ja, wenn es um 10 Uhr morgens das erste Weißbier und so. Nein? Da fällst du ja in die Kategorie der nächsten Frage. Haben Sie sich morgens auch schon einen Augenöffner genehmigt? Ja, aber das ist, glaube ich, wenn du um 8 Uhr morgens so, wie ein Abgeordneter oder so schon auf dem Weg zum Bundeshaus oder so säufst. Ne? Super Begriff. Ja, so, ich hab's im Magen. Ich brauche einen Grog, ich bin so erkältet. Das sind diese. Nein, das habe ich nicht. Wer alle 4 Fragen mit Ja beantwortet, ist Alkoholiker. Mhm. Ist Alkoholiker überhaupt, ist es nicht so wie Denkstruktur ein böser Begriff? Muss man nicht sagen, Menschen, die alkoholkrank sind? Oder? Wahrscheinlich. Alkoholiker ist, glaube ich, eher abwertend, ja. Mhm. Alkoholkranke Menschen, die Probleme mit, die durch soziale Strukturen in den Alkohol getrieben wurden oder wie auch immer. Ja, nun aber zum Thema Heimatfilm.